Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Level und das heißt Sand Mountain. Auf geht's. Vielleicht darum, den letzten heute, das Spiel heute abzuschließen. Entschuldigung. Und wir wollen heute natürlich mit Sand Mountain zumindest das vorletzte. Vorletzte Level? Wahrscheinlich vorletzte Level machen. Na dann, auf geht's. Oh, wir dürfen nicht. Ja. Natürlich dürfen wir. Wir haben genug Pfannenwender. So, Sandberg. Auf geht's, liebe Leute. Da ist ja der gute Thaddäus. Moin, Thaddäus. Vergreife die Roboter von den Pisten, du Sprottenkopf. Dann bekommst du einen goldenen Pfannenwender. Bin was? Okay. Kurz und bündig. Auf geht's. Kurz und bündig. Tschüss. So, was haben wir jetzt noch, um irgendwas zu machen? Okay, zumindest mal eine Unterbuchse. Okay. Ja, nee, Quatsch, eine Unterbuchse. Das ist eine Socke. Genau meine Größe. Nimm das. So, weil, guck mal, wir gehen mal kurz zu dem Ding da oben. Oh, wie funkelnd. Hier ist eine Unterhose. Oh, hallo Gary. Warte mal kurz, ich kurz mal eben die Roboter noch erledigen hier unten. Da ein bisschen Ruhe haben. So, was willst du? Ali, du willst gar nichts. Ah, da ist noch einer. Ja. Okay. Ist da irgendwas, das ich da... Da irgendwas, was ich jetzt wissen muss? Ne, ist kein Haken. Dachte mir. Warte mal, da ist doch bestimmt. Okay, da komme ich ja nicht hoch, oder? Da oben ist auch tatsächlich. Da oben ist eine Dings, eine Muschel. Da wäre noch was. Warte mal. Oh, okay. Da komme ich bestimmt noch mal hoch. Gucken wir mal erstmal hier in dieses. Warte mal, Haus Nummer 2. Haus Nummer 1. Ja, warte, machen wir das nämlich nach und nach, weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich bevor ich jetzt hier Nummer 2 mache. Ja, möchte ich. Wir wollen mal schauen, wie weit was heute durchgeht. Der Guppi-Hügel! Okay. Ich bin diesen Hügel schon 100-mal runter, meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Aber wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Okay. Ja, probieren's. Natürlich. Autsch, Kapaui! Genau meine Größe. Oh, warte. Ich wollte über die Dinger drüber. Was? Ich habe angeblich verloren? Gut, ich habe es nicht geschafft, ne? Das ist auch immer eine Buchse gewesen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, also probieren wir es einfach nochmal. Ach, wir haben eine Möglichkeit, uns... Ein Pfund für Patrick. Okay. Da sind wir eben schon gescheitert. Jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das. Nehmen wir das Leben mit weg und versuchen es dann nochmal. Also wir brauchen, wir können ja testen. Wir testen uns das ganze Ding mal aus. Autsch. Autsch. Autsch.
Okay. Ja, sehr gut, wie das geht. Autsch. Das war nicht beabsichtigt. Ich will ja gerne das Ding schaffen, aber das versuchen wir uns heute mal. Tschüss. Das war okay, nicht, das war auch nicht beabsichtigt. Ich will kurz mal testen, ob wir es hinkriegen. Ich war da unten? Ich war auf der Rückpiste oder nicht? Tschüss. Jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir es jetzt? Tschüss. Ja, da oben ist wir rüber. Bereit für einen weiteren fantastischen Tag. Tschüss. Patrick freut sich, grüne Socke. Boah, Alter. Autsch. Das war zu schnell. Ich hätte den Sprung nicht machen müssen. Ich hätte da noch einen warten müssen. Deswegen teste ich mir solche Dinger gerne auch. Alter. Alter. Autsch. Das war nicht absichtlich. War was? Okay, rein theoretisch. Gut. Haben wir die Kiste zurück zu irgendwie? Ob es noch mit links? So, die nehmen wir mal mit. Da oben ist noch eine Kiste. Eine Maschine. Tschüss. So. Eigentlich wollte ich jetzt noch mal. Ist hier noch mal eine Kiste oder so? Ich wollte eigentlich nur die Bahn testen. Ich wollte eigentlich nur die Bahn testen. Ach, da oben. Super. Okay, perfekt. Das ist sogar gut, dass wir da jetzt noch mal eine Möglichkeit haben, weil wir kommen jetzt hier wieder raus. Aua. So, zum Sandwerk zurück. Alles klar. Gut. Wir haben die Möglichkeit, Testzeiten zu testen. Okay. Wir haben nichts. Wieso habe ich den Schüler? Okay. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Da wäre Nummer 3. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Genau meine Größe. Wie komme ich denn da rüber? Das ist bestimmt ein Haken an der Sache. Was denn das Wort? Also da oben muss man noch. Ich vermute es da noch mal, dass da ein Haken joint. Ich habe wieder mal eine frische. Gibt's hier nicht irgendwie noch mal eine frische Unterhose oder so? Ja, ne? Das ist die einzige. So, das brauchen wir jetzt gar nichts bezahlen. Wir haben eh 25.000.
Ach, da oben ist wirklich ein Haken. Den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Den kriegen wir aber erstmal wieder hoch. Ich glaube, mit Sandy bestimmt. Aber ich will noch mal die Dings versuchen. Die Guppibahn versuchen. Die wollte ich eigentlich heute noch mal. Die Guppibahn, den Guppihügel, den wollen wir heute noch mal angehen hier. So. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kammerbums. Und wir nehmen natürlich ganz viele neue Blümchen mit. Aua. Das war natürlich beabsichtigt, weil ich habe den zu spät gesehen da oben. Geschenke öffnen ist klasse. So. Und wir probieren. Mit wem können wir eigentlich da wechseln? Das Handy. Okay. Rein theoretisch das Handy. Aber ich will mir doch mal. Also wir haben sie hätten sie hier wahrscheinlich schaffen. Ich muss mal gucken, dass ich hinkriege jetzt. Wir probieren sie jetzt nochmal. Moin, ich bin diesen Hügel. Ja, die möchte ich gerne angehen. Schaut sie. Tschüss. Nein! Ah, ich verstehe jetzt ja, warum wir mit Sandy. Natürlich, klar. Warte mal, wir werden es nochmal mit Sandy angehen, das Thema. Ich verstehe es. Wir können nämlich mit Sandy drüber fliegen. Können wir das Ding nur mit Spongebob machen? Nein, wir können es tatsächlich nur mit Spongebob machen, okay. Eigentlich war ich nicht beabsichtigt. Okay, verstehe. Okay. Okay, wir können es tatsächlich nur mit Spongebob machen. Hügel schon. Moin. Nein, nein, weil ich da runtergefallen bin, weil ich nicht entscheiden konnte. Ich bin diesen Hügel. Ja, ist gut. Oh, Alter. Ich bin rübergekommen, glaube ich. Wir haben leider nur einen Checkpoint. Das ist das Problem an der Nummer. Ich bin diesen Hügel. Ja, ich will den Festanwender haben für dich. Nein! Wegen diesen scheiß Dingern oder was? Ernsthaft? Los, Spongebob! Los, Spongebob! Los, Spongebob! Ich hätte sie geschafft, wahrscheinlich. Ich bin diesen Hügel. Tschüss. Nimm das! Alter. Autsch.
weil ich da. Jetzt bin ich jetzt unnötig. Das Problem, wenn du einmal verlierst, ey. Ich will dieses scheiß Ding schaffen. Ich will diesen Kackpfannenwender. Ich bin diese. Ja, lass mal, komm, wir probieren es nochmal. Mit Sandy können wir es machen. Können wir drüber segeln? Aber nein! Tschüss! Geschenke öffnen ist klasse! Oh, Alter, wir haben es geschafft, ey. wir haben die Nummer durch, ey. Oh, Alter, Verwalter, das war mal eine krasse Bahn. Bist du nicht runter? Okay. Naja, wie immer. Auf jeden Fall, Aufgabe gelöst. Gelöst. Guck mal, das ist doch eine Kiste, Dings, ne? Ein Schalter, den sehe ich jetzt gerade. Ist der verliebt, oder? Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Aber wahrscheinlich nichts Wichtiges. Aber wir haben die Aufgabe gelöst. Und wir haben die Kiste dazu. Sehr geil. Nummer 32. Cool. Dann nochmal den Guppi-Hügel weg. Da ist ein Pfannenwender. Wahrscheinlich ist es wegen dem Schalter, den wir gerade gedrückt haben. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo dieses Puff steht. Den werden wir nämlich jetzt. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Genau meine Größe. So, Aufgabe 1 erledigt, Aufgabe 2 aber wird die erledigt. Jetzt muss ich gerade gucken. Wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Und dann gehen wir kurz zum Guppi-Hügel, weil. Also wir gehen aber das Level an. Denn ich will mir noch einfach meine Pfannenwender holen. Du hast mit Bravour bestanden. Cool. Nummer 33. Wir brauchen noch 7 zum letzten Level. Supi. So, dann haben wir Nummer 1 durch. Wir haben zwar nicht alle Sachen eingesammelt, aber who cares. So, in der nächsten Episode gehen wir dann da hinten die Nummer 2 an. Und zwar. Geh weg. Lift-Ticket zum Flunderhügel. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.